Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil vom Line-Update für den Sommer 2024, dem Festival-Line-Up-Überblick für den Dachraum und darüber hinaus. Im ersten Video sind wir schon die Line-Ups aller Festivals von Anfang Mai bis Mitte Juli durchgegangen. Jetzt nehmen wir die zweite Hälfte des Festivalsommers in Angriff, nämlich von Mitte Juli bis Mitte September. Nochmal kurz, wie das Ganze abläuft. Wir gehen alle Festival-Lineups chronologisch, Wochenende für Wochenende durch. Ich verteile Scores bis 10, je nachdem, wie gut mir das Lineup gefällt und wie gut es auch zu dem jeweiligen Festival passt. Und wir machen das Ganze im Schnelldurchlauf. Ende Juli und vor allem auch im August gibt es so viele kranke Festivals, dass wir sonst nicht fertig wären. Aber ihr könnt ja das Video jederzeit anhalten, wenn euch eins davon interessieren sollte. Falls ihr das letzte Video noch nicht geguckt habt, das findet ihr hier und wir knüpfen genau da an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich Mitte Juli. Mir ist dann nämlich noch ein Festival durch die Lappen gegangen und das ist das Airbeat One Festival. Armin van Buuren, Paul Kalkbrenner, Neelix, Charlotte Witt, Afrojack. Also hier wird wirklich jeder, der auf elektronische Musik steht, fündig. Headliner finde ich ganz gut. Weiter unten, das ist mir dann alles ein bisschen zu speziell, da kenne ich nicht so viel. Ich gebe hier mal eine 8 von 10. Damit ist Mitte Juli jetzt aber wirklich abgehakt und wir springen ein Wochenende weiter und beginnen mit dem Deichbrand Festival. Hier haben wir die exklusive Deutschland Festival Show von den Kings of Leon. The Prodigy sind back. Ich finde trotzdem, dass das Lineup nicht so divers ist wie die letzten Jahre und dafür mochte ich die Deichbrand Lineups eigentlich immer sehr gern. Trotzdem ist hier für absolut jeden was dabei und es sind ultra viele gute Acts auf 4 Tage verteilt. Quer durchs Gemüsebeet, aber eben in der oberen Riege nicht ganz so divers. Deswegen gibt es dieses Jahr von mir nur eine 7 von 10. Aber lest euch vor allem auch mal die unteren Acts durch. Da ist richtig viel guter Shit dabei. Wir springen rüber in die Schweiz. Gurten Festival. Da finde ich die Headliner auf jeden Fall ein bisschen spannender. Vor allem spielt hier Nelly Furtado, Alter. Richtig geil. Finde ich sehr kreativ. Sind viele Acts dabei, die man so nicht auf jedem Festival sieht. Dafür gibt es eine 8 von 10. Zurück nach Deutschland zum Perucaville Festival. Ähnlich wie bei der Airbeat One, viele Elektro-DJs und was auch immer Künstlerinnen dabei. Sehr wenig Live-Musik diesmal. Es gab es ja sonst schon ab und zu auch mal ein paar Live-Acts. Alexander Markus sei hier vielleicht zu nennen. Eine 7 von 10. Bisschen rockiger geht's zu beim Brillon Loud Open Air. Brill on, Brille auf, laut, Open Air. Ist ein etwas kleineres Festival, aber sehr schönes, stimmiges Line-Up. Bisschen mehr Diversität könnte da vielleicht nicht schaden. 7 von 10. Härter zur Sache geht's beim Krach am Bach Festival. Ist jetzt hier auf dem Flyer nicht mit drauf, aber der zweite Headliner wird Terror sein. Also hier knallt's auf jeden Fall ordentlich. 7 von 10. Wo es auf jeden Fall auch ordentlich rumsen wird, ist das Seepogo Festival. Hier haben wir Zebrahead, Pasco, Ignite, John Coffey, also eine Menge Punkrock. Aber auch hier fehlt mir so ein bisschen die Diversität, deswegen auch hier 7 von 10. Es sei vielleicht zu sagen, dass bei einigen Festivals noch ein paar Acts und Headliner fehlen können, aber insgesamt sind die Lineups doch soweit komplett. Folgt uns gerne auf Instagram, um weitere Lineup-News von den Festivals nicht zu verpassen. Wir posten da alles und ihr findet alle Festival-Lineups auch in den Story-Highlights. In München wird es das Oben ohne Open Air geben. Ist nur ein Tagesfestival und das Lineup finde ich jetzt auch nicht so krass, muss ich sagen. Also wer auf 01099 und Domitiana steht, okay. Ich würde dem Ganzen eine 5 von 10 verpassen. Wir bleiben in Bayern und springen nach Coburg zum Outside Rodeo mit Muff Potter und Frittenbude. Auch hier haut es mich jetzt nicht übelst vom Hocker, aber an sich könnte das schon ein geiles Festival sein. Line-Up für mich nur eine 6 von 10. Bitte haltet immer im Hinterkopf, die Scores sind nur meine persönliche Einschätzung. Ihr dürft gerne eine andere Meinung haben und mich in den Kommentaren für meine hassen. Ich bin prinzipiell nur hier, um euch die Line-Ups zu zeigen. Macht euch gerne einen eigenen Kopf darüber, wie ihr die findet. In Karlsruhe gibt es das legendäre Fest. Ist ein ganz guter Mix zwischen Hip-Hop und auch einige Rock-Acts da reingesprengelt. Passt auch super zum Fest. Die Stimmung dort wird der Hammer sein bei den Acts, die gebucht haben. 8 von 10. Wir drehen kurz an der Uhr und springen wieder ein Wochenende nach vorn zum Trebur Open Air mit Wolfmother, Bonaparte und so weiter und so fort. Eine interessante Zusammenstellung an Acts. 7 von 10. Wieder härtere Klänge zu hören gibt es beim Aftreit und Buten Festival. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Entgegen der Vermutung findet dieses Festival nicht in Bayern, sondern in Niedersachsen statt. Aber die Tatsache, dass es AfD Reit- und Buden-Festival heißt und ein Punkrock-Festival ist, finde ich einfach eine geile Ironie. Negative Scheiße positiv besetzen. Line-Up an sich finde ich cool. Auch hier vielleicht wieder ein paar wenige Frauen. Deswegen nur 7 von 10. In Sachsen findet das Back to Future Festival statt und auch da gibt es ordentlich Punkrock auf die Birne. Trotzdem ist mir das Line-Up ein bisschen zu monoton. Sind schon ein paar echt geile Acts dabei. Trotzdem für mich nur eine 6 von 10.
2019. Kurz Werbung in eigener Sache. Ende Juli findet auch das Homeworld Festival nahe Chemnitz statt. Da werde ich auf jeden Fall am Start sein. Wir haben noch kein Line-Up rausgehauen, aber es wird auf jeden Fall fetzig. Kommt auf jeden Fall vorbei, wenn ihr Bock habt. Konkurrenz macht uns das Juicy Beats Festival in Dortmund. Das Line-Up finde ich eigentlich ziemlich nice, auch wenn Crow als großer Headliner, ja, ist halt so eine Sache. Ich finde die live jetzt nicht so krass. Insgesamt aber so oder so ein schönes Festival, auch ein paar kleinere coole Namen, Pöbel MC und so weiter dabei. Deswegen würde ich hier einfach mal eine 8 von 10 geben, weil es einfach auch sehr gut zum Juicy Beats passt. Es gibt noch das Neueshausen Festival. Hier sind für mich besonders rauszustellen Sperling und Iderin. Zwei richtig geile Bands, die ihr definitiv auschecken solltet, falls ihr da seid. Lineup ist okay. 7 von 10. Wieder nach Sachsen, da findet das Break the Rules Festival statt. Bei dem Secret Headliner würde ich entweder sagen, es ist vielleicht Juju, könnte aber auch eine Kapuze sein. Dann würde es für Marzi sprechen. Habt ihr eine Vermutung? Schreibt in die Kommentare. Line-up finde ich okay. Die Atzen, weiß ich jetzt nicht, ob die nicht ein bisschen aus der Zeit gefallen sind. Solide, aber nichts Weltbewegendes. 6 von 10. Auch Ende Juli gibt es das Rock im Wald Festival mit Wolfmother, Danko Jones und Graveyard als Headlinern. Die restlichen Acts kenne ich ausnahmslos alle nicht. Deswegen schreibt ihr mir gerne mal einen Score in die Kommentare. Ich hätte dem Ganzen jetzt mal eine 6 von 10 gegeben. Den Juli abschließend wird das Wacken Open Air und hier haben wir nochmal eine ganze Reihe Acts bekommen und mittlerweile sieht das Lineup auch echt richtig lecker aus. Vor allem Korn als Headliner hätte ich brutal Bock drauf. Das hängt nicht so in dieser Metal-Bubble fest, sondern greift auch so ein bisschen nach außen, was ich immer sehr befürworte. Deswegen kriegt das Wacken von mir eine 8 von 10. Was ebenfalls gut aussieht, ist das Szene Open Air. Wir sind jetzt im August angelangt. Es ist ein geiler Mix, es ist für jeden was dabei und es passt super zum Festival. 9 von 10. Ab geht's in den Harz zum Rocken am Brocken. Es ist ja nicht so ein riesiges Festival, deswegen darf man jetzt nicht jedes Jahr solche Headliner wie die Beatsteaks oder so erwarten. Bilderbuch, ja, wer es mag, aber für mich ist es nichts. Leider dieses Jahr kann ich nur eine 6 von 10 geben, auch wenn da noch ein Haufen DJs dabei sind. Deshalb schnell weiter zum Green Juice Festival nach Bonn. Mit einer der Sensationen des Sommers, nämlich dem Comeback von Heiß Kalt. Und alleine dafür gibt es Pluspunkte. Auch wenn Provinz, Bilderbuch und Kafkiez schon sehr in eine Sparte reinfallen als größere Act. Mir fehlt da ein bisschen die Abwechslung. Aber wie gesagt, einfach für das Heiß Kalt Comeback an sich gibt es schon 8 von 10 Punkte. Weil da habe ich richtig dolle Bock drauf. Bevor wir hier weitermachen, gebt diesem Video gerne mal ein Like. Das hilft uns sehr gegen den YouTube-Algorithmus. Vielen Dank an der Stelle. Wieder ein Wochenende nach vorn. Wir gehen nach Stuttgart zum Hip-Hop Open. Und das finde ich auch ein spannendes Line-Up. Cooler Mix zwischen national und international. Geile Acts dabei. Ich würde dem Ganzen eine 9 von 10 verpassen. Das sieht ziemlich fett aus. Aber in dieser Woche findet halt das Open Flair statt. Und das Flair hat zum 40-jährigen Jubiläum einfach so krank aufgefahren. Das ist wahrscheinlich das beste Flair-Line-Up seit 2015. Vor allem, weil auch hier heiß-kalt am Start sein werden und ihr Comeback feiern. Und ich hoffe sehr, dass es Samstagnacht auf der Seebühne passieren wird. So oder so ist das Line-Up aber eine 11 von 10, weil es passt nicht nur perfekt zum Flair, sondern es ist auch einfach gestackt mit richtig geilen Acts. Und wir sehen uns definitiv im Pit. Ähnlich sieht die ganze Sache beim Taubertal aus. Minus heiß-kalt. Macht das Line-Up nur bedingt schlechter. Ich glaube aber trotzdem, dass ich durch das Fehlen von heiß-kalt nur eine 9 von 10 geben kann. Wiederum ähnlich, weil denselben Booker ist eben auch das Rocco del Schlacco. Auch hier eine 9 von 10. Sieht richtig geil aus. Das Rocco ist ja das kleinste von den dreien. Deswegen macht es auch Sinn, dass hier nicht ganz so viele Acts spielen. Aber die, die spielen, haben auf jeden Fall richtig Kaliber. Und es wird auch dort ein richtig fettes Wochenende. Weiter nördlich findet das Pangea Festival statt. Hat auch ein solides Line-Up. Kann aber den anderen drei Veranstaltungen leider nicht das Wasser reichen, meiner Meinung nach. Deswegen hier nur eine 8 von 10. Aber auch unabhängig vom Line-Up ist es eine wirklich richtig geile Veranstaltung. Viel Spaß dort, falls ihr hinfahrt. Des Weiteren haben wir das Hütte Rockt Festival. Das ist auch ein etwas kleineres Festival, deswegen sind hier natürlich nicht dieselben Headliner wie bei den eben genannten am Start. Trotzdem für mich nur eine 7 von 10. Weiter geht's auf dem Picture On Festival. Relativ wenig Acts für 2 Tage, oder? Es steht da und viele mehr. Mal gucken, wie viele mehr danach kommen. Abonniert den Pit Report, dann verpasst ihr nichts mehr. 6 von 10. Das Heroes in Hannover. Jizzes, wofür es natürlich, wie kann es auch anders sein, wieder Punktabzug gibt. Warum gibt man dem Typ noch eine Bühne? Ich hoffe, der ist vielleicht im Knast ein bisschen auf sein Leben klargekommen und hat mal seine Privilegien gecheckt. Auch ansonsten ist es auch dieses Jahr wieder das schwächste aller Heroes Festivals. Minus ein Punkt für Jizzes, also 5 von 10. Auf dem SMS gibt es wieder einen Haufen weiß DJ-Action und Marzimoto.
Wenn ich das so überfliege, ist das der einzige Live-Act, oder? Contra K, Shiagu, okay. Und das war's. Das ist schon eigentlich ein ganz geiles Line-Up. Boys Noise, Kölsch, Nilix. Passen auch alle super zum SMS. Vor allem Shiagu passt da aus irgendeinem Grund richtig gut hin. 8 von 10. Auch noch das Tells Bells Festival. Auch hier gibt's ordentlich aufs Fressbrett. 7 von 10. Außerdem an diesem Wochenende gibt's noch ein extra Event vom Stadt ohne Meer Festival. Das ist outgesourced worden nach Köln. Special Act. Würde mich sehr wundern, wenn das nicht OK Kid wären. Das Line-Up, wie es jetzt hier so steht, 7 von 10. Jetzt haben wir endlich das 2. August-Wochenende abgehakt und wir können ein Wochenende weiterspringen. Und es geht nach Bayern zum Summer Breeze. Und hier gibt's richtig was aufs Ohr. Hohe Quantität, aber auch an Qualität mangelt es wenig. Ich finde halt schade, dass Korn nicht hier spielen. Aber zum Summer Breeze passt's wie die Faust aufs Auge. Ja, kann man schon eine 8 von 10 geben. Ist kein schlechtes Line-Up. Das Highfield Festival hat auch heiß-kalt angekündigt, was ich niemals erwartet hätte, dass die ausgerechnet dort spielen. Die Highfield Review ist ja jetzt endlich mal rausgekommen. Wer sie noch nicht gesehen hat, hier bitte noch nachholen. Das Lineup ist okay, ist aber jetzt auch nicht herausragend, vor allem im Vergleich zu den letzten beiden Jahren. Deswegen nur eine 7 von 10. Und ich glaube nicht, dass ich dieses Jahr auf dem Highfield sein werde. Es ist kompliziert mit uns, nicht wahr, liebes Highfield? Ich hab dich trotzdem lieb. Aber ich jetzt hier zu sentimental wäre, gehen wir weiter Richtung Norden zum Dockville. Und hier haben wir echt mittlerweile auch ein solides Aufgebot. Die haben nochmal 2 Wellen rausgehauen seit dem letzten Mal. Das ergibt, so wie es jetzt hier steht, eine 8 von 10. Sieht ziemlich stabil aus. Richtig krasses Line-Up auch beim Frequency in Österreich. Ist ein sehr gut durchmischtes Line-Up. Gibt bei mir immer Pluspunkte. Trotzdem finde ich die Headliner irgendwie nicht so. Also Apache, Raf Camora, Crow. Gut, Raf Camora aus Wien kommen, der wird da auf jeden Fall genug Leute ziehen. Nur weil mir das nicht gefällt, heißt das ja nicht, dass das fürs Festival irgendwie nicht gut gebucht ist. Rise Against, The Offspring, Feine Sahne, Fischfilet sorgen ein bisschen für den Rock-Anteil. GG D'Agostino, Alter. Ist eine 8 von 10. Auch Carmo und Crooked hätte ich mies Bock drauf. Also ist wirklich ein Line-Up, wo, glaube ich, absolut jeder fündig wird. Wieder die härtere Schiene wird auf dem Reload-Festival gefahren und hier haben wir als Headliner Korn, Amon Amarth und Heaven Shall Burn. Und auch weiter unten liest sich das richtig geil hart aufs Maul. Ist eine 9 von 10. Ab in Pit und gib ihm. Ähnlich sieht das beim Spirit Festival aus. Auch wenn man hier sagen muss, dass es eventuell wieder ein kleines Frauenproblem gibt. Die Baboon Show und Inge und Heinz. Ansonsten lässt eigentlich keine der Bands irgendwelche Frauen im Aufgebot vermuten. Will mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber wenn man hier so drüber fliegt, kriegt man schon den Eindruck, dass es ein ganz schönes Wurstfest ist. Deswegen nur eine 6 von 10. Nochmal zurück in die Schweiz zum Gampel Open Air. Wenn irgendjemand einen Plan hat, was Stress MTV Unplugged ist, dann lasst mich das gerne mal wissen, weil es klingt auf jeden Fall geil. Auch beim Gampel Open Air gibt es einen bunten Mix. Ich würde der ganzen Geschichte mal eine 7 von 10 geben. Weiter geht's mit dem Carbon Open Air. Relativ viel Geballer beim Carbon Open Air. Vor allem Menos Moos als Headliner. Das Line-Up an sich spricht mich definitiv schon mal an. Ich überlegt, da noch hinzufahren. Es ist entweder das oder das Reload. Das Line-Up für Carbon Open Air Verhältnisse ist eine 8 von 10. Und wir sind mit dem Wochenende noch immer nicht fertig, denn auch das San Hemo Festival findet da statt. Macklemore und Contra K an einem Abend. Das klingt irgendwie nach meinem schlimmsten Albtraum. Echo Fresh ist noch dabei und die Leoniden. Auch ein ganz guter Mix da, aber meins ist es jetzt nicht unbedingt. Ich würde dem Ganzen eine 6 von 10 geben. Das vorletzte Heroes Festival, nämlich das im Allgäu. Hier minus BHZ, ihr habt es wahrscheinlich mitgekriegt, dass die diesen Sommer keine Festivalauftritte spielen werden. Ich denke, dafür wird noch ein Ersatz gebucht werden. Auch hier Jizzes gibt Punktabzug, deswegen 6 von 10. Auch beim Bautz Festival gibt es noch einen geheimen Act. Wahrscheinlich das bunt gemischteste Lineup, was es dieses Jahr so gibt. Also hier ist wirklich alles dabei. Reggae, Rock, Hip-Hop, Rap, Team Rhythmus Gymnastik. Finde ich aber geil. Ist schwer, die Beatsteaks vom letzten Jahr zu toppen, aber das kratzt schon nah dran. Ich würde dem Ganzen mal eine 9 von 10 geben. Ich stehe einfach drauf, wenn das so ein Potpourri an Acts ist. Ganz weit nördlich findet das Funhouse Festival in Kiel statt. Mit einem Line-Up, was mich nicht so abholt, muss ich sagen. Ich kann dem nur eine 5 von 10 geben. Aber hier kommen ja noch ein paar Acts. Vielleicht ist da ja noch was Geiles dabei. Von ganz weit im Norden bis ganz in den Süden zum Allgäu's Finest. Und hier haben wir echt ein richtig gutes Line-Up für die Größe des Festivals. Also auch Milky Chance als Headliner hätte ich dort nicht unbedingt erwartet. Die Van Holzen und Get Jealous sollte man auf jeden Fall nicht verpassen, wenn man da hingeht. Die Headliner sind alle geil live. 9 von 10. Auf dem Music Forge Festival geht es wieder etwas härter zur Sache. Ist ein okayes Line-Up,
aber haut mich jetzt auch nicht übelst um. Von mir nur eine 5 von 10. Wir sind am Ende des Augusts angelangt. Am 30. bis 31.8. öffnet wieder die Hokus Pokus Festivalt für euch. Und eigentlich ausschließlich Rap-Acts. Geht's nur mir so oder findet ihr auch, dass Jeremias da irgendwie ein bisschen fehl am Platz ist? So oder so, kein Vergleich zum letzten Jahr. Deshalb nur eine 6 von 10. Noch ein weiterer geheimer Headliner auf dem Pell-Mell-Festival. Warte mal, was ist denn an dem Wochenende? Rock am Ring, Rock im Park. Vielleicht ist ja da irgendwas dabei. Habt ihr eine Idee? Schreibt es in die Kommentare. Der Rest vom Line-Up verspricht wieder eine gewisse Härte mitzubringen. Bis hierhin eine solide 7 von 10. Und auch beim Rock am Beckenrand stehen noch einige Acts inklusive eines Headliners aus. Deswegen gibt es jetzt hier an der Stelle erstmal eine 5 von 10. So viele Acts, wie da jetzt noch fehlen, kann dieser Score aber eigentlich nur nach oben gehen. Jamel rockt den Fürster, wie immer ohne Line-Up. Wollt es aber nicht rauslassen, weil einfach wichtiges Festival. Wir sehen es im Pit. Im September angekommen haben wir das Super Blumen Festival in München mit einer Menge Pop, Pop und noch mehr Pop. Also dieses Jahr wirklich sehr viel Pop. Rauszustellen in dem Lineup ist für mich Georgia Smith. Ansonsten ist das echt ein ödes Festival. Also außer Paula Carolina gibt es eigentlich gar keinen Rock-Act oder so. Tokyo Hotel als Rock zu bezeichnen, wäre schon auch ein bisschen vermessen. Mir fehlt hier für so ein großes Festival einfach ein bisschen die Breite. Das sah die letzten beiden Jahre irgendwie ein bisschen geiler aus, meiner Meinung nach. 6 von 10. Sozusagen Westerfestival vom Superblumen ist das Lollapalooza in Berlin. Da gibt es einige Überschneidungen im Line-Up. In diesem Line-Up rauszustellen sind auf jeden Fall deine Freunde, die übelst geile Rap-Musik für Kinder machen. Aber auch hier das gleiche Problem wie bei der Veranstaltung in München. Es ist alles sehr einheitsbreiig. Nothing But Thieves sind hier die einzigen, die die Rockfahnen ein bisschen hochhalten. Ansonsten ist es doch sehr poplastig, meiner Meinung nach. Und im Vergleich zu Lineups von den letzten Jahren ist es schon ein bisschen dünn. Deswegen auch hier nur eine 6 von 10. Und damit sind wir auch fast durch. Wir haben noch zwei Festivals. Eins davon ist das letzte Heroes Festival in Freiburg. Auch hier BHZ bitte wegstreichen. Juju, die ihren Auftritt von letztem Jahr nachholt, der ja leider krankheitsbedingt abgesagt werden musste. Schon ein bisschen besser als die anderen beiden Heroes Festivals, die wir in diesem Video hatten. Deswegen 7 von 10. Alleine schon, weil Jesus da nicht spielt. Noch kein Line-Up rausgebracht, aber trotzdem in der Aufzählung dabei, weil ich vorhabe, dahin zu fahren, ist das Wasted in Yamen. Und damit gehen wir zum letzten Festival des Sommers, dem Glücksgefühle-Festival von Lukas Podolski, der Legende himself. Und hier haben wir die Backstreet Boys und ansonsten auch viel Pop-Musik. Contra K, Shirin David liefern so ein bisschen Hip-Hop und wir haben einen Haufen DJs und DJs. Michael Schulte, war das nicht dieser Hirte oder der Typ mit der Panflöte, dass der hier dabei ist? Okay, das Line-Up 7 von 10. Und das waren alle Festival-Lineups für den Sommer 2024. Wie auch schon im letzten Video, falls ich irgendwelche Lineups oder wichtigen Festivals vergessen habe, dann all das ab in die Kommentare. Und wenn ihr schon da unten seid, lasst uns auch gerne mal ein Like da. Das hilft uns sehr gegen den YouTube-Algorithmus. Lasst mich auch gerne mal wissen, wo ihr diesen Sommer so am Start sein werdet. Wer keine Line-Up-Ankündigungen mehr verpassen will, der kann uns auf Instagram folgen. Dort findet ihr in den Story-Highlights alle Lineups dieses Sommers und wir posten das auch immer, wenn irgendwo was Neues rauskommt. Falls ihr jetzt trotzdem noch irgendeine Entscheidungshilfe für einige der Festivals braucht, dann findet ihr hier unsere Festival-Reviews. Da findet ihr alles Wichtige rund um die jeweilige Veranstaltung. Hier könnt ihr euch reinziehen, wie mein erstes Festival des Jahres war. Und ansonsten Pit Report abonnieren, um weitere News, Reviews, Updates und Berichte rund um die Live-Branche nicht mehr zu verpassen. Wir sehen uns im Pit.